Am 16. und 17. September 2016 öffnete Märklin wie alle zwei Jahre seine Werkstore. Die Tage der offenen Tür lockten. Rund 15.000 Besucher ließen es sich nicht nehmen, aus nah und fern anzureisen. Am Eingang war gelegentlich etwas Geduld gefragt, doch damit hatten die Märklinisten kein Problem. Schließlich warteten im Göppinger Stammwerk faszinierende Einblicke in die Welt der Produktion auf sie. So präsentierte sich erstmals auch die Abteilung Werkzeugbau den neugierigen Gästen. Denn diese Formen für den Metallspritzguss sind das Grundkapital von Märklin. In ihnen stecken jede Menge Technik und Kapital. Auch die Malerei hatte einiges zu bieten. Hier ist eine der Herbstneuheiten. Der Lufthansa-Zug mit der schicken Baureihe 103 bereits in Arbeit. Wie aufwendig und vorbildgetreu Märklin-Lokomotiven bedruckt werden, konnte anhand einer BLS-Lok begutachtet werden. Dieses Modell zählt zur preiswerten Start-up-Serie. Wer hätte das gedacht? Also wie auch schon vor zwei Jahren, richtig gut. Also wir hatten Gott sei Dank Glück mit dem Wetter. Es sind viele Leute wiedergekommen, nicht nur Modelleisenbahner, sondern auch viele Familien mit ihren Kindern. Das macht mich auch besonders glücklich, dass wir auch die Kinder hier haben und die begeistern können mit der Modellbahn. Und die Erwachsenen, die hier durchschauen, sich anschauen, wie viel Arbeit und Zeit in die Produktion von so einer Lokomotive reingesteckt wird, die gehen danach auch mit dem Gefühl raus, dass sie wissen, dass das Produkt den Preis auch wert ist. Und das ist besonders schön, wenn die alle hier mit dem glücklichen Gesicht hier wieder vom Hof spazieren am Ende des Tages. Und deswegen machen wir das gerne. Wir haben auch seit diesem Jahr kein Fotoverbot mehr in den Produktionen. Das heißt, jeder, der uns hier besucht, kann ein Andenken mitnehmen und ein Foto vor den Maschinen schießen. Nicht nur das Heute und das Gestern sollen wach bleiben, auch das Morgen ist wichtig. Das Märklineum nimmt Gestalt an. Das Märklin-Museum ist ja in der Planung. Wir wollen den Großteil des Museums 2019 eröffnen. Allerdings wird nächstes Jahr schon ein Teilbereich eröffnet. Und zwar der Shop, die Fundgrube, das Bistro wollen wir bis zu den Märklin-Tagen im September nächsten Jahres fertig haben. Das heißt auch, wir müssen bald mit dem Bau beginnen. Alle Unterlagen sind eingereicht bei der Stadt nun. Wir warten jetzt noch auf die finale Bestätigung und wollen eigentlich dieses Jahr noch mit dem ersten Teilabriss starten von dem alten Dialysezentrum, was dann ja umfunktioniert wird zum neuen Empfangsgebäude des Museums. Also wird es langsam Zeit, sich nochmals mit dem alten Märklin-Museum zu beschäftigen und diesem einen Besuch abzustatten. Natürlich auch, um dort tüchtig einzukaufen oder Anlagen zu besichtigen. Im Rahmenprogramm trat ein Zauberer auf, der die Kinder bestens zu unterhalten verstand. Etwas! Zaubersalz, wieder ein Zauberspruch! Vielen Dank! Und nun schauen wir, was passiert ist! Was? Wir haben drei gleich lange Schnüre! Dankeschön! Aber noch viel mehr Magie ging von der Modelleisenbahn aus. Das konnte man spüren. Die Kinder und Jugendlichen waren mit Begeisterung dabei. Manch einer ist schon ein kleiner Profi. Um mir die Produktion anzuschauen, um zu wissen, wie das hier alles funktioniert, ein bisschen die Technik auszuprobieren und einfach mal zu sehen, wie die Loks produziert werden, die bei mir zu Hause im Keller stehen. Wie so oft war es der Vater oder Großvater, der die Welt der Märklinbahn dem Sprössling näher gebracht hat. Als ich klein war, hatte mein Opa eine Eisenbahn im Keller, eine Märklin-Eisenbahn. Und an der habe ich immer mit ihm gebastelt und so, mit alten M-Gleisen noch und allem. Und dann habe ich sie irgendwann zu Weihnachten habe ich sie geschenkt gekriegt. Dann haben wir sie mit einem LKW von Rosenheim, von meinem Opa, zu mir nach Hause gefahren. Haben sie da im Keller eingebaut. Dann habe ich angefangen, sie zu digitalisieren, auf C-Gleise umzubauen. Macht Spaß und man kann mit der Technik so bauen halt. Und man kann seine eigene kleine Welt aufbauen, die man da hat. Welche Modelle gefallen dem jungen Märklinbahner am besten? Sind es Dampfloks oder moderne Fahrzeuge?
Eher die modernen. Ich habe auch einen ICE auf der Eisenbahn und auch die alten Dieselloks sind auch sehr, Dampfloks sind jetzt nicht so mein Ding, aber ja, sehr die modernen Loks. Dann dürfte eine Neuheit wie der Vectron, eine Lok aus dem Starterprogramm, nicht nur bei dem jungen Mann auf großes Interesse stoßen. Das Fahrzeug erhält ein Metallgehäuse und eine sehr hochwertige Ausstattung zu einem sehr attraktiven Preis. Klassische Fertigungsbereiche wie die Stanzerei zählen bis heute im Göppinger Werk zu den traditionellen Fertigungsabläufen. Hier entsteht zum Beispiel die Kurzkupplung, die sich bis heute millionenfach bewährt hat und die ziemlich genauso oft verbaut wird. Hier ist die Baureihe 95 in Arbeit, das Clubmodell. Es wurde von den Fans begeistert aufgenommen. Wie schon beim letzten Mal konnten sich die Besucher auch wieder selbst mit der Montage einer Lok beschäftigen. Das macht Spaß und am Ende hält man seine eigene Lok in den Händen. Technik zum Anfassen. Wir sind natürlich auf der IMA in Köln, eine ganz wichtige Veranstaltung, die ja jedes zweite Jahr in Köln und dazwischen bei uns hier in Göppingen stattfindet. Auch im Ausland, in Bern zum Beispiel, in Mailand ist eine große Messe. Also wir sind da europaweit unterwegs, Leipzig steht uns noch bevor. Also das ist unser Team sehr viel am Reisen und viel am Stand ab- und aufbauen, transportieren. Aber es macht auch Spaß, weil da bekommt man natürlich auch Feedback von der Kundschaft, ob man auf einem guten Weg ist oder ob vielleicht hier und da auch noch Kleinigkeiten zu verbessern sind. Und das nehmen wir gerne an. Also jede Menge Termine für diejenigen, die es nicht geschafft haben, diesmal nach Göppingen zu kommen. Aber gleich eine gute Nachricht hinterher. Auch in 2 Jahren wird Märklin wieder seine Tore öffnen und Einblicke in die Produktion ermöglichen. Dabei informieren und auch aufzeigen, mit welch hohen Ansprüchen an Technik und Qualität Modelleisenbahnen heute produziert werden. Alles in allem bietet die Veranstaltung 2 schöne Tage für die ganze Familie.